Guten. Ja, man muss das nochmal sagen. Im letzten Jahr, mein Auftritt hier bei Immer wieder Sonntag ist in die Fernsehgeschichte eingegangen als Tag der scharfen Currywurst. Die älteren Zuschauer werden sich erinnern. Herr Mross hatte Chili-bedingte Kreislaufprobleme. Und ich dachte natürlich, das sei jetzt die Rache meiner Redaktion von Verstehen Sie Spaß. Ich stand hinter der Bühne, dann kam der Redakteur und sagte, du musst gleich weiter moderieren. Sag ich, ja, ja, klar. Dem Stefan geht's nicht gut, kein Spaß. Nee, nee, kein Spaß. Und da bin ich raus, musste wirklich dann moderieren. Dann habe ich gesagt, das war Peter Kraus. Peter Kraus dachte, aha, der Mross hat sich in den letzten 3 Minuten verändert. Der ist blonder geworden. Das Publikum dachte, ja klar, das ist der Onkel von Verstehen Sie Spaß. Die machen Blödsinn. Nein, das war alles live. Das passiert immer dann, wenn man nicht damit rechnet. Ich bin gestern von der versteckten Kamera erwischt worden. Dummerweise hier auf der Autobahn, auf der A5 hinter Offenburg. War jetzt nicht so schön. Aber heute gibt es keine Currywurst oder wie Herr Mross sagen würde, es gibt keine Festzeltgarnelen. Und das ist so, man muss bei Essen und Trinken aufpassen, ihr Lieben. Es gibt immer wieder böse Überraschungen. Nicht nur bei Currywurst, auch bei Uso. Ne? Wir haben doch über Jahrzehnte gedacht, der Uso bei unserem Griechen um die Ecke, der geht aufs Haus. Heute wissen wir, der kostet uns Milliarden. Ja, das war doch so. Von was gestern, oder? Muss man mal sagen. Die Griechen haben doch jetzt das 3. Sparpaket durchgewunken. Ein Wahnsinn. Und um die Schulden in den Griff zu kriegen, wollen die Griechen jetzt bis ans Äußerste gehen. Sie wollen anfangen zu arbeiten. Ja. Ich habe gestern noch griechisch gegrillt. Ohne Kohle. Ja. Ja, ja. Ja, klar. Und es war wieder schwierig, weil man kann gar nicht grillen. Diesen Sommer überall Wespen. Es ist eine Wespenplage. Es sah aus bei mir im Garten, alles schwarz-gelb, wie bei einem Heimspiel von Borussia Dortmund. Ehrlich. Es war ehrlich, oder? Und ich habe dann gedacht, was machst du gegen die Wespen? Ich habe dann angefangen, wie Stefan Raab, Schlag den Kanz zu spielen. Ich habe dummerweise verloren. Ja, die Entscheidung fiel im Stechen. Es war nicht so schön. Und was war die andere Plage diesen Sommer? Diese Promi-Trennungen. Das habe ich überhaupt noch nicht verstanden. Es trennen sich alle. Sami Khedira, unser Weltmeister, hat sich von dieser schönen Frau getrennt. Lena Gerke. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Wenn du mit so einem Topmodel zusammen bist und guckst dir so eine Frau an, dann denkst du doch als Typ, boah, das ist ein Knochenjob, den ich hier habe. Ja, hat's getrennt. Wer hat sich noch getrennt? Sabia Bulerus von Raphael van der Vaart. Auch getrennt. Und Frau Ex van der Vaart, Sylvie Meis, ist auch wieder getrennt. Frauentausch Holland Spezial. Und was mir aufgefallen ist, diese Promi-Tanten, ne, haben ja 3 Monate später schon wieder 9 Typen an der Backe. Und komischerweise nie einen Kfz-Mechaniker aus Oberkirch, sondern direkt wieder ein Millionär aus Saint-Tropez. Das ist doch Wahnsinn. Und eine Trennung hat mich wirklich traurig gemacht diesen Sommer. Ich dachte immer, es gibt 2 Paare, die sich niemals im Leben trennen werden. Das sind die Kessler-Zwillinge und Kermit der Frosch und Miss Piggy. Und was ist los? Kermit hat sich von Miss Piggy getrennt. Oder wie er sagen würde, er hat Schwein gehabt. Ja, Wahnsinn. Wie nennt man eigentlich einen Typen, der mit einer Sau zusammen ist? Schweinsteiger, ist ja klar. Ja, ehrlich. Es ist doch, nein, man muss das sagen. Es ist doch schön, wenn es klappt. Miss Piggy ist übrigens ganz froh. Sie hat gesagt, immer wenn ich Kermit geküsst habe, hatte ich einen Frosch im Hals. Ne? Aber ja. Und diese Woche war doch eine große Schlagzeile. Der Bahnchef Rüdiger Grube hat die Sterneköchin Cornelia Poletto geheiratet. Und das muss super gewesen sein. Ganz bahntypisch. Also muss sagen, Hochzeit erster Klasse. Sie kam wie der ICE ganz in weiß. Das Jawort hatte dummerweise 30 Minuten Verspätung, aber es ist doch schön, wenn es klappt. Guck mal, am Freitagabend, und damit komme ich jetzt zum Ende, habe ich meinen Metzger aus Porzlind, wo ich wohne, getroffen, den Klaus. Und der Klaus kam mir so gegen 12:30, ein bisschen beschwingt entgegen, nachts. Ich sage, Klaus, was machst du noch um die Uhrzeit? Wo bist du hin unterwegs? Da sagt er, Guido, ich bin unterwegs zu einem Vortrag über die Auswirkungen von Alkohol und Drogenmissbrauch auf den menschlichen Körper. Er sagt, wer hält denn nachts um 12:30 so einen Vortrag? Sagt er, meine Frau Bini, wenn ich gleich nach Hause komme. In diesem Sinne, schönen Sonntag, Frau Berg bitte, Herr Mross.